Liebe Wählerinnen und Wähler, mein Name ist Ortrud Knauf. Ich trete im Wahlbezirk Köln für die Altenpflege an. Ich kandidiere gemeinsam mit 6 weiteren Kandidatinnen und Kandidaten auf der Liste Pflege deine Zukunft, unterstützt vom Pflegerat NRW. Als ausgebildete Altenpflegerin und Fachwirtin im Gesundheitswesen arbeite ich seit 3 Jahren als Kursleitung in einer Pflegeschule in Düren. Ich habe Politik und Ethik studiert, was mir bei meinem Engagement für die Pflegekammer NRW sehr hilft. Mein Name ist Moritz Benhalt-Zumwalde. Ich bin gelernter Altenpfleger und habe einen Bachelor im Bereich Pflegemanagement absolviert. Ich habe im stationären und ambulanten Bereich der Altenpflege gearbeitet, arbeite aktuell als Pflegefachkraft, aber auch darüber hinaus noch im Bereich Qualitätsmanagement. Und ich trete im Regierungsbezirk Köln als Einzelkandidat an, zusammen mit dem DBFK. Mein Name ist Josef Krückels. Ich bin examinierter Krankenpfleger, arbeite seit vielen Jahren im Tätigkeitsfeld der Altenpflege und bin Mitglied der ambulanten Liste NRW. Die ambulante Liste NRW besteht aus einer Vielzahl toller und erfahrener Kolleginnen und Kollegen, die sich bereit erklärt haben, ehrenamtlich ihren Tätigkeitsbereich in der Pflegekammer NRW zu vertreten. Mein Name ist Klaus Keller, ich bin 57 Jahre alt, ich bin gelernter Altenpfleger und seit vielen Jahren bei den Sozialbetrieben Köln tätig. Das ist ein kommunaler Anbieter für stationäre und ambulante Altenpflege. Ich habe dort über viele Jahre in einem Wohnbereich gearbeitet, in dem demente Bewohnerinnen und Bewohner leben und bin aktuell freigestellt für den dortigen Betriebsrat. Ich vertrete die Liste Verdi im Bezirk NRW Südwest. Unsere Liste Pflege deine Zukunft besteht aus 7 berufspolitisch sehr engagierten Kandidatinnen und Kandidaten mit unterschiedlichen Werdegängen. Wir arbeiten in direktem Kontakt mit pflegebedürftigen Menschen und verstehen daher die Sorgen und Nöte der Pflegefachkräfte in allen Bereichen, Ambulanz, Langzeitpflege und teilstationäre Pflege, auf allen Ebenen, von Gepflegten und ihren Angehörigen über Auszubildende und Pflegefachkräfte bis hin zu Führungspersonal. Oberstes Ziel unseres selbstbewussten Berufsverständnisses ist die zeitnahe Schaffung vernünftiger und fairer Rahmen- und Arbeitsbedingungen in der Altenpflege. Konkret heißt das vor allem deutlich verbesserter Personalschlüssel, Angleichung der Gehälter der Alten an die Krankenpflege, faire Organisation des Schicht- und Wochenenddienstes, optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Finanzierung von Aus-, Fort- und Weiterbildungen mit klaren Regeln, Entbürokratisierung und Vereinfachung von Pflege, Berücksichtigung der menschlichen Vielfalt. Ich möchte mich für meinen Berufsstand einsetzen, damit wir politisch gehört werden. Ein einfach so weiter ist für mich keine Option. Daher möchte ich Mitspracherecht auf politischer Ebene erreichen, damit wir durch unsere Fachkompetenz sagen können, was für uns eine qualitative und professionelle Pflege ausmacht. Stichwort ist da für mich ganz klar die analytische Personalbedarfsmessung, damit wir sagen können, wie Pflege qualitativ und würdevoll umzusetzen ist. Wir haben uns in der Altenpflege viele Fort- und Weiterbildungen hart errungen und bei den Kostenträgern anerkannt bekommen. Diese Abschlüsse gilt es erstens zu erhalten und zweitens gerne weiterzuentwickeln. Aber nicht von oben herab mit Vorgaben und Standards aus dem Krankenhaussektor zu ersetzen. Wir müssen mit der häuslichen Pflege zeigen, dass wir keine Pflegekräfte zweiter Wahl sind. Der Gesetzgeber hat hierfür bereits vorgesorgt und im Heilberufegesetz geschrieben, dass mindestens 2 Vorstände aus der Altenpflege kommen müssen, damit die Interessen dieser Pflegegruppe auch sichergestellt werden. Welche Empfehlungen zur Verbesserung der Pflege haben Sie? Bringen Sie Ihren Rat gemeinsam in die Kammer mit uns ein. Denn wir müssen die Kammer als Chance sehen und zu unseren Gunsten nutzen. Unser oberstes Ziel in der Kammer ist eine aktive Beteiligung bei unseren Themen. Unterhält man sich mit Kolleginnen und Kollegen aus der Altenpflege, dann wird immer wieder deutlich, wo der Schuh drückt. Das sind Verdienstmöglichkeiten, die der Verantwortung nicht gerecht werden, aber das ist vor allen Dingen ein gravierender Personalmangel. An all diesen Bedingungen
wird die Pflegekammer nichts ändern können, hierfür ist sie nicht ausgerichtet. Mit der Pflegekammer wird ein weiteres bürokratisches Ungeheuer geschaffen, für das wir Pflegenden letzten Endes dann auch noch zur Kasse gebeten werden. Die Liste Verdi wird sich in der Pflegekammer dafür einsetzen, eine Vollbefragung aller Pflegekräfte herbeizuführen, die ergeben wird, dass eine große Mehrheit der Pflegenden sich gegen die Kammer ausspricht. So ist es bereits in Niedersachsen und in Schleswig-Holstein geschehen. Daraufhin wurden in beiden Ländern die Pflegekammern wieder abgewickelt, abgeschafft. Wir möchten der Altenpflege eine selbstbewusste Stimme in Politik und Gesellschaft geben und in engem Kontakt mit der Basis die notwendigen Veränderungen durchsetzen. Dadurch sollen die Bedingungen in der Altenpflege nachhaltig deutlich verbessert werden. Durch meine langfristige Mitarbeit in zentralen Ausschüssen der Pflegekammer, beispielsweise mit den Schwerpunkten Bildung, Rahmenbedingungen oder Finanzen, werde ich konkret an wichtigen Gesetzesänderungen mitwirken. Auf diesem Weg möchten wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren die von mir genannten konkreten Forderungen mittels Lobbyarbeit umsetzen, wobei die Altenpflege klar eingebunden sein muss. Unsere Selbstverwaltung und Kooperation muss langfristig gestärkt werden, damit wir auf Augenhöhe mit allen gesundheitlichen Berufsgruppen, auch Ärzten und Psychologen sowie Politikern erfolgreich zusammenarbeiten können. Die Altenpflege verlangt dauerhaftes politisches Mitspracherecht auf Landes- und Bundesebene zur zügigen Umsetzung wichtiger Entscheidungen zwecks Verbesserung der pflegerischen Gesamtsituation in Deutschland. Ich möchte die Pflege stärken, gesellschaftlich und berufspolitisch. Das heißt, ich möchte Berufsanfängern eine pflegerische Zukunft gestalten, die Pflege in Würde zulässt. Das bedeutet, durch eine qualifizierte Praxisanleitung ausreichend Unterstützung zu Beginn ihrer Berufslaufbahn und durch Karrieremöglichkeiten darüber hinaus. Im Alter möchte ich mich dafür einsetzen, soziale Sicherheit für beruflich Pflegende zu schaffen. Das bedeutet durch einen Berufe-Gratifikationsschein, der höhere Rentenansprüche zulässt. Die Pflegekammer wird kein Selbstläufer. Hier gilt es konstruktiv, kritisch ein Organ zu schaffen, das sich nicht nur selbst verwaltet, sondern zum Wohle der Pflege an die Entscheidungstische gehört. Die Pflege muss sich endlich abnabeln und ihren eigenen Weg zu einem eigenständigen Baustein im Gesundheitsweg gehen. Hierbei bildet die Kammer einen wichtigen Meilenstein. Hinter mir auf dem Bild sehen Sie ein Mammut. Die Pflege im Gesundheitssystem ist auch ein Mammut, nur mit einem entscheidenden Unterschied. Sie lebt. Nutzen wir die Stärke des Pflegemammuts und gestalten wir unsere Pflege, wie wir Profis sie verdient haben. Natürlich dürfen Sie von uns keine Wunder erwarten, aber vollen Einsatz und eine laute Stimme. Schenken Sie uns bitte Ihr kollegiales Vertrauen und stimmen Sie für die ambulante Liste NRW. Danke. Ich habe keine Zukunftsvision zur Kammer. Alle Pflegekräfte sollten endlich zur Pflegekammer befragt werden. Und wenn sich eine Mehrheit dagegen ausspricht, dann sollte diese wieder abgeschafft werden. Die Lobby für Pflegefachkräfte ist und bleibt die Gewerkschaft Verdi. Sie setzt sich für bessere Arbeitsbedingungen, bessere Bezahlung und mehr Personal ein. Übrigens hat unser amtierender Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann im Jahr 2009 dem Ausschuss für Gesundheit und Soziales des Landes ein Gutachten vorgelegt, das besagt, dass die Zwangsmitgliedschaft in der Kammer der negativen Koalitionsfreiheit laut Grundgesetz entgegenspricht. Außerdem, dass die Vorteile der Kammer eine Zwangsmitgliedschaft nicht rechtfertigen.